and his mother. So, hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Isaac Repentance. Ihr seht es am Thumbnail, wir versuchen uns weiter an Ultra Hard. Ich habe noch nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch nicht mal die Ultra Hard-Folgen hochgeladen. Aktuell läuft gerade Pokémans, deswegen seht es mir nach, wenn ich noch nicht auf Kommentare zu Ultra Hard eingehen kann. Zum ersten Mal, ich kann nicht zählen, jetzt sind wir in der vierten Folge zu Ultra Hard. Irgendwie verliere ich das Zählen bei diesen Challenges. So, ich nehme ewig lange auf und denke so, oh Gott, das ist bestimmt schon die vierte, fünfte Folge und dabei war es die dritte. Ja. Was ich mir jetzt schon gedacht habe, ist Folgendes. Erstens, ich werde sofort resetten, wenn ich Mist-Items bekomme, wie in dem Fall. Ich gucke noch kurz in den Stachelraum, aber wenn der mir jetzt auch nicht irgendwas Brauchbares liefert, dann war's das. Und damit geht's direkt los. Also ich versuche zu resetten, bis ich OP-Kram bekomme am Anfang. Die Frage ist aber die, beziehungsweise das Problem ist das, dass ich nicht so gut bin, darin zu erkennen, was OP-Kram ist. Ja, manche Dinge, wo ich dann vielleicht sage, oh mein Gott, voll gut, dass wir damit starten, seid ihr dann so, ist das dein Ernst? Und ja, ne, also, aber ihr kennt mich ja. Ich meine, ihr schaut mich jetzt ja nicht zum ersten Mal. Das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, das ist für mich absoluter Müll. Ist in dem Fall. Na, keine Ahnung, ob ihr das auch so seht. Mit Guppy starten, mit einem Guppy-Item starten ist wiederum nicht so viel Müll, aber der D20 ist halt gut. Wir gucken noch den anderen Itemraum. Na, da geht schon wieder los. Da geht schon wieder los. Was ich mir auch gedacht habe, ich glaube, Satan-Deals werde ich wirklich komplett lassen. Also, es ist, wenn ich mal Herzen habe, werde ich in den Teufel tun und die aufgeben. Auch nicht für Fliegen, auch nicht für sonst irgendwas. Herzen sind das Wichtigste überhaupt und was das Allerwichtigste ist, sind Regenerations-Items. Regenerations-Items sind enorm wichtig. Davon bräuchten wir ganz, ganz viele. Aber da schon der Boss, das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Bomben werde ich mir dann auch eher aufheben für... Oh nee. Für... die normalen Geheimräume, weil den speziellen Geheimraum, bin ich ganz ehrlich, der hat eigentlich am meisten eher eben Herzen, vielleicht mal so eine Maschine, aber auch die Maschine könnte mir... Es ist so... Also es scheint nicht wert zu sein. Ich würde blaue Steine sprengen, bis wir den Small Rock haben. Der wäre mir schon wichtig. Und goldene Kisten können ja auch rauskommen aus blauen Steinen, ne? Und vielleicht versuchen den normalen, aber auch der normale Geheimraum, den zu finden, ist auch schon wieder total nervig, weil du halt die Karte einfach nicht siehst. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten und gerade in den späteren Ebenen, die ja auch XL sind, gerade in den späteren XL-Ebenen ist es insane schwierig, da den Geheimraum auswendig zu machen ohne Karte. Also, dann eher nur mit einem... Ja, nee. Also, ich denke, wir werden auch nicht versuchen... Wenn ich so eine eindeutige Möglichkeit habe zu sprengen, dann vielleicht ja. Und wenn ich viel zu viele Bomben habe, zum Beispiel goldene Bomben, dann auf jeden Fall. Aber... Ach, Mist, ey. Aber ansonsten, ich... Schau mal, jetzt verschwende ich schon wieder Zeit mit diesem One, der eigentlich von den Items her kompletter Müll ist bisher. Und Guppy ist nice. Keine Frage, weil Guppy werden wäre super. Aber ich glaube, selbst Guppy werden ist keine Garantie für diesen One, dass man ihn schafft. Denn man muss ja bis Mega-Satan kommen und dann auch noch Mega-Satan schaffen. Und wir haben gesehen, Mega-Satan ist selbst mit OP-Ausrüstung, kann der noch böse schief gehen bei mir. Also das ist alles überhaupt keine Garantie. Hä? Ach so, das hat mich wieder... Naja, der Curse hat mich wieder verschoben. War ich hier oben schon drin? Alter, diese Räume, ne? Kann ich hier... Bin ich hier... Ich muss ja... Also irgendwo muss ich safe sein. Wenn ich hier nicht safe bin, dann war's das.
Gut. Sicher ist sicher. So. Wahrscheinlich. Ich nehme ihn sehr gerne mit, aber in dieser Challenge ist er mir leider nicht nützlich. Da ist gar nichts jetzt, ne? Ja, cool. Also das wird ein sehr, sehr, sehr häufiges Resetten hier geben. Hand, oh, ja, wenn ich die jetzt halt wieder mitnehmen könnte eine Zeit lang, aber das ist, ach, das ist jetzt, guck mal, jetzt nehme ich dieses, wir schauen nach den Itemräumen. Wir schauen nach den Itemräumen. Vielleicht kommen wir ja noch weiter. Aber ich bin halt jetzt wieder bei einem halben Herz. Es ist kompletter Müll. Es ist kompletter Müll, was ich hier spiele. Vielleicht kriegen wir noch einen Itemraum zu Gesicht. Wenn nicht, dann habe ich wieder Zeit verschwendet. Ja, so viel dazu. Das Schlimme ist halt, vielleicht reroll ich irgendwelche Labyrinth, also irgendwelche Ebenen, auf denen Super-Items gewesen wären. Ich meine, sollte ich nicht zumindest mal nach den Items gucken? Das ist so dieses Ding. Magnetizing Tears. Ich glaube nicht, dass das so geil ist. Also auf die Gegner reagieren die schon mal nicht, die Tears. Vielleicht auf Gegenstände, die man einsammeln kann. Da hinten ist ein blauer Stein, aber da komme ich eh nicht ran. Aber, ne, das ist jetzt das Ding. Es könnte sein, dass ich Ebenen rerolle, die einfach insane sind. Das weiß man ja vorher nicht. Sollte ich nicht doch jedes Mal bis zum Itemraum... Ich bin immer hin und her gerissen. Wisst ihr, ich sag so, ja, ich mache jetzt nur noch Runs, wo ich rerolle, bis was Gutes kommt. Und gleichzeitig sage ich im nächsten Atemzug ja. Aber es ist ja... Oh nein. Aber es ist ja vielleicht doch wichtig, zumindest die ersten zwei Items abzuchecken. Ja, nee. Ich verzichte. Na, das ist das riesige Dilemma. Das ist das riesige Dilemma. Was macht denn dieser Contract jetzt nochmal? Den finde ich ganz schnell raus. Das ist eins der Original-Items. Ein ganz altes. Habe ich schon 3000 Mal nachgeguckt. Ah, Double Pickups and Chests from Clearing a Room. Erhöht die Chance, dass mich Räume belohnen. Nee, hä? Gives a 30% Chance for Room Clear Rewards to not spawn. Ach so. Also wenn... Ah, also es ist genau andersrum. Wenn etwas spawnt, kommt es doppelt. Aber es ist seltener, dass jetzt was spawnt. Ja, nee. Ja, nee. Oh, okay. Der blaue Herz drin gewesen. Aber dann starte ich jetzt halt hier gerade mit einem Herzen. Das ist schon wieder kacke. Jetzt würde ich allerdings zumindest gerne bis zu einer Bombe spielen. Bis zu zwei Bomben. Dass ich gucken kann, ob mir die Trapdoor in dem... Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Bathroom oder so? Keine Ahnung. Mir die Trapdoor was Nützliches geben könnte. Und dann sind halt wieder solche Räume, wo ich 3 Jahre lang drin sitze. Und dann ist auch die nächste Überlegung. Also ich hab... Ne, man fängt ja an, sich Überlegungen zu machen, wenn man einen Tag lang nicht gespielt hat. Cool. Dann sind wieder so Überlegungen, wie ist es nicht schlauer, das Geld eher auszugeben für Bettler und sowas, anstatt es im Shop zu verpulvern. Wo man aber halt wieder nicht weiß. Oh, nee. Wo man aber auch wieder nicht weiß, so. Man weiß halt nie, ob Investition nützlich ist. Das ist das Problem. Es ist wirklich
Es ist so viel Glücksspiel, gerade weil du halt die Items nicht siehst. Es ist so viel Glücksspiel dabei. Ich weiß ja noch nicht mal, das ist das Nächste. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Theorie funktioniert. Oh nee, den hätte ich hier explodieren lassen. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Theorie funktioniert in Richtung, dass mir die Dark Candle, die Black Candle, dass mir die Flüche aufhebt. Kann ja sein, dass die Flüche hier geschützt werden. Keine Ahnung. Ne? Das weiß ich nicht. Es ist alles möglich und das ist das Problem. Okay, wir haben zum Glück kriegen wir beide Itemräume in einem. Ich meine, das Schöne ist, man kommt recht schnell zu den Itemräumen in der ersten Ebene. Ich würde mir wirklich zumindest die Itemräume... Ich muss... Alleine der Gedanke, dass ich irgendwas rerolle, irgendeine Ebene rerolle, wo coole Items gewesen wären. So Polyphemus oder sowas wäre, wenn man den so ausspricht. Ich habe den schon ewig nicht mehr gehabt. Na, das, dieses riesige Glubsch-Ding. Glubsch-Auge oder was das ist. Das wäre halt so das Top... Naja, nicht das Top-Item. Dafür brauchen wir dann noch eine gute Kombination. Okay. Eine gute Kombination mit anderen Items. Das ist klar. Polyphemus alleine macht auch noch nicht einen One. Aber es wäre halt eine gute Voraussetzung. Das hatte irgendwas mit... Okay, aber ein Marm-Item ist natürlich auch cool, weil man könnte Marm werden irgendwann. Mom's Wick. Immer wenn ich eine Träne feuere, könnte ich eine Spinne generieren. Ach, und es hat mich um ein Herz geheilt, als ich es aufgehoben habe. Ja, gut. Stimmt, ich habe mein rotes Herz wieder. Ja, habe ich gar nicht realisiert, Lul. Richtig, ich habe mein Herz wieder. Ah, da kommen die Kollegen raus. Und das Rottenbaby mitfliegen. Wenn wir jetzt noch im Shop die Dings Big Best Friend Viech bekommen, wäre das eine interessante Kombination. Da ist übrigens der Shop. Können wir gleich mal reingucken. Okay, eine zweite Bombe würde ich bekommen. Jetzt ist die Frage, gehe ich für das Item... Ach, wir gehen das mal in den Moon. Da gibt's Item. Oh, das Ding ist auch natürlich... Das Ding ist auch natürlich sehr gut, weil ich so jeden Stein sprengen kann, den ich möchte. Und das ist auch sehr gut. Wir gehen das mal... Wir gucken das mal weiter. Wait, kann ich mit dem Ding vielleicht auch die... Cool. Kann ich mit dem Ding vielleicht sogar... Ja, natürlich komme ich hier ran. Lol. Ja, doch, also das würde ich... Ah, jetzt bin ich wieder... Ich weiß, ich bin noch bei... Das ist bei weitem kein OP-One, ne? Aber es hat halt... So oft Klaps. Damit kann ich Bomben verdoppeln. Es hat halt jetzt schon mal so einen Charakter eines Ones, bei dem ich sage, ich kann daraus potenziell was machen. Ne? Das ist das Ding. Ich muss den jetzt verfolgen, weil natürlich ist er jetzt noch nicht OP. Aber er kann es werden. So, geht das Ding auf? Kann ich die da reinknallen? Er sieht nicht so aus, ne? Nicht, dass ich jetzt einfach zu schlecht bin dafür. Nee, ich glaube, die geht da nicht rein. Interessiert die sich nicht für. Nee, okay. Oh, da ist ein guter, wichtiger Stein, aber auch ein böser Stein. Ich muss aufpassen, dass ich mit der Kugel nicht in die Bombe reinreiße. Oder muss ich böse aufpassen? Sondern nur hier. Wie mache ich das denn jetzt, ohne die Bombe da auszulösen? Ich muss erstmal hier aufmachen. Ich muss die erstmal da reinkriegen. Come on! Und jetzt hier so ein bisschen rauf und runter. Ja, sehr gut. Je mehr wir hier Bewegungsraum bekommen. Alter, die Bombe gefällt mir überhaupt nicht. Der Bombenstein. Yes. Und nochmal.
Yes, und nochmal. Der so blöd liegt, ist es echt. Oh Gott, ey. Okay, vielleicht kann ich jetzt auch von oben und nach unten. Ja, das sieht gut aus. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, nach oben ist jetzt auch mehr Platz. Gut. Hat sich gelohnt. Ach, es ist frustrierend. Es ist so frustrierend. So, hier waren wir noch nicht drin. Jawohl. Ich will natürlich erst gucken, ob ich vielleicht so oben noch Bomben bekomme. Oh, jetzt ist wieder in einsetzen, ist so riskant. Es ist ein HP ab. Ich setze am besten nie wieder eine Pille ein. Also bevor ich es wieder verliere, nicht, dass ihr mich falsch versteht, HP ab war natürlich gut. Das ist ja das Problem, dass es gut war. HP-Ups sind das Wichtigste überhaupt in dieser verdammten Challenge. Weil wir anders ja nicht Energie bekommen. Also gut, ich habe jetzt keine Energie bekommen. Ich habe nur den Container bekommen. Jo! Alter! Hätte ich jetzt, wenn mit einer falschen Bewegung, hätte ich den Stein wahrscheinlich gesprengt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. Aber jetzt können wir hier erstmal den Crawl Space nutzen. Ich muss nur vorsichtig in den reingehen. Ich mache hier mal von der Seite auf. Ich habe nämlich Angst, diesen Stein da zu sprengen, wo die Bombe drauf ist. Vor allem, wenn ich rauskomme. Wenn ich rauskomme und dann da diesen Bombenstein sprenge. Das wäre nicht ganz so geil. Kriegen wir den da oben noch weg? Dass ich möglichst schnell weggehen kann, wenn ich hier rauskomme? Oh Gott, Freunde. Ich werde mich sprengen wahrscheinlich, wenn ich rausgehe. Ich glaube, ich werde mich sprengen, wenn ich rausgehe. Es ist ein Black Market. Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Es ist einfach ein Black Market. Ich habe keine Ahnung, was der mir gibt. Oh nein, ich muss jetzt den Typ besiegen erstmal. Ich habe keine Ahnung. Aber das Ding ist jetzt, ich werde versehentlich in so ein Ding gleich reinlaufen. Ich werde hier nichts kaufen. Ich werde hier nichts kaufen. Ich gebe keine Herzen her. Hier habe ich ihn erwischt. Ja, scheinbar. So, dafür bekomme ich zumindest schon mal ein Item. Steam Set. Nice. Okay. Für ihn hier kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück, wenn ich dann noch Münzen habe. Kann es in einer Ebene zwei verschiedene Crawl Spaces geben? Oder gibt es dann nur die gleichen? Oh, die Bombe. Die Bombe, die Bombe. Ich habe mir wieder nicht dran gedacht, aber es ging gut. So, jetzt einmal Boss. Shop. Genau, weil jetzt kann ich mir alles hier leisten. Dann holen wir uns jetzt erst den Kollegen hier. Das ist jetzt der gleiche Crawl Space? Hä? Ach so. Das sind jetzt Trinkets oder was? Einmal so eine komische Schlange, die ein bisschen... Die sieht nicht mehr ganz so gut aus, drücke ich es mal aus. Was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Weiß halt nicht, was das macht. Und das andere ist so ein, du sammelst einen Coin auf und irgendwas passiert, Ding. Es ist so grünlich. Habe ich das schon mal gesehen? So grünlich. Das ist eins der Afterbirth-Trinkets. Also bei Afterbirth sehe ich diese komische verkorkste Schlange schon mal nicht. Aber diesen komischen Coin sehe ich zumindest. Achso, immer wenn ich eine Münze aufsammle, bekomme ich eine Fliege.
Ich lese jetzt. I'm sorry, ich gehe jetzt ganz fix. Ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt einmal ganz fix in die Repentance Trinkets. Und schau mir diese verkorkste Schlange. Ah, da ist die verkorkste Schlange. Tatsache. Tears, die Gegner verfehlen. Oh. Tränen, die Gegner verfehlen. Kehren zurück. Und bewegen sich in 90 Grad auf den Gegner zu. Tears müssen ungefähr zwei Teils oder näher am Gegner vorbei sein, um diesen Effekt zu aktivieren. Yo! Yo, das probieren wir aus. Yo, das probieren wir aus. Das probieren wir aber sowas von aus. Heißt das, ich kann weniger verfehlen, wenn ich's... Ja! Oh mein Gott! Das ist interessant für mich, weil ich halt schlecht bin im Treffen. Also so blöd es klingt, das ist interessant für mich. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Im Zweifelsfall kommt mir ein Boss entgegen. Ah, einen Schlüssel kriege ich, das ist gut. Jetzt kann ich mich... Stimmt, ich kann mich heilen, aber... Okay, ganz ehrlich... Ich würde mich erst nach dem Boss hier eigentlich heilen wollen. Jetzt gucken wir mal, ob hier ein normaler... Okay, ist auch ein Crawl Space. Ist es jetzt der gleiche? Ja, okay, es ist der gleiche. Das heißt, es gibt nicht verschiedene Crawl Spaces. Ja, jetzt habe ich mit zwei Münzen, komme ich da hinten nicht so weit. Aber wenn ich jetzt wüsste, was hier ist, verdammt. Aber ich kaufe da nicht auf Verdacht jetzt irgendwas ein für Herzen. Nee, mach ich nicht. Aber jetzt heilen mit drei Herzen ist halt auch Schwachsinn, ne? Wir kommen hier nach dem Bosskampf zurück. Ich halte mich gerade so lange in dieser Ebene auf. Für eine Ebene, die ich eigentlich fast gar nicht starten wollte. Es ist schon wieder... Ach, es ist so schlimm mit mir. Es ist so schlimm mit mir, Leute. Es tut mir so leid. Gehen wir erstmal zum Boss und gucken, wie es läuft. Kann ja sein, dass mich der Boss direkt beendet und dann hat sich eh alles erledigt. Aber das Ding ist halt, ja, ne, die Tränen treffen jetzt, wenn ich daneben schieße. Das ist super gut für mich. Ich muss nicht mehr so richtig gut zielen. Also ich muss noch ein bisschen gut zielen, damit sie einigermaßen treffen. Aber das ist ja voll gut. Das ist das Trinket für mich. Also in einem normalen Run ist es das Trinket für mich. Ob es jetzt für den Run das Trinket für mich ist, sei mal dahingestellt. Aber für einen normalen Run ist es wirklich das Trinket für mich. Oh nein. Du hast meinen Run schon mal beendet. Muss ich nicht nochmal haben. Aber das Schöne ist halt auch, ne, ich mache zusätzlich Schaden durch die Fliegen. Das wäre wieder ein Grund für Shop-Items zu gehen, weil wir da dieses Item bekommen können, dass Fliegen und Spinnen bessere Freunde von mir werden. Tears und Shotspeed up. Nice, nice, nice. Okay. Okay. Ich gehe gar nicht erst rein, bevor ich dagegen Krampus plötzlich kämpfen muss oder sowas. Ich weiß, könnte natürlich und so, ne? Aber ich riskiere jetzt nichts. Ach komm, wir gehen rein. Es tut mir leid. I have to check out. Hier ist einfach nichts. Wieso ist hier nichts? Ach so. Ja, wenn hier nichts ist... Okay, wenn hier nichts ist, bedeutet es im Endeffekt, hier wäre wahrscheinlich schwarze Herzen gewesen. Ja, okay. Ja, okay. I see. So, ich schnell ins Bett. Schnell ins Bett. Was war eigentlich der Spiegel? Ach, der ändert mein Aussehen. Ja, und dann... Ist eigentlich jetzt egal, durch welches Ding wir gehen. Ich kann ja auch hier die Abkürzung nehmen. Ich hol mir kein Item hier. Ich hol mir hier kein Item. Ich weiß nicht, was es ist. Nachher kaufe ich wieder irgendeine Scheiße. Nee, mach ich nicht.
Dieses Trinket gefällt mir gerade viel zu gut. Dieses Trinket gefällt mir gerade viel zu gut. Und wir haben jetzt halt auch Shotspeed-Up und solche Geschichten, ne? Ich muss halt jetzt einfach aufpassen, nicht getroffen zu werden. Das ist das Allerwichtigste, dass ich nicht getroffen werde. Und ich habe zwei Items, die verhindern, dass ich getroffen werde. Und zwar die Kugel. Die Kugel kann Schüsse abwehren. Wenn ich mich vernünftig hinstelle, kann die Kugel ziemlich gut Schüsse abwehren. Und der Cube, der um mich rumfliegt, ist ja auch ganz nett. Zwei Schlüssel. Okay, wir haben schon die zwei Itemräume hier jetzt sicher. Ich muss nur hinkommen. Ich muss nur hinkommen. Es ist bisher, so blöd es klingt, ich weiß, die Ausrüstung ist noch lange nicht perfekt, aber so blöd es klingt, es ist bisher einer der Runs mit einem der besten Potenziale, die ich bisher hatte. Das ist, heißt nicht, dass es ein guter Run ist. Oh, ich bräuchte irgendwas, um das zu holen. Okay. Das heißt nicht, dass es ein guter Run ist, ne? Aber es ist bisher einer der Runs mit dem größten Potenzial. Und das sagt was aus, wie schlecht die bisherigen Runs waren. So, wie komme ich jetzt daran? Das ist jetzt schon mal überhaupt nicht geil. Wie komme ich an euch ran? Ihr seid zu weit weg. Ich muss ganz schön weit hin und dann ist sie wieder weit weg. Ich meine, wenn einer weniger ist, dann habe ich schon gute Möglichkeiten. Aber meine Range ist halt noch kacke. Ich schicke die mal alle nach oben. Dann gehe ich mal runter. Dann versuche ich mal hier ein bisschen zu treffen. Ja. Ich meine, ich mache Hits. Solange ich Hits mache, ohne getroffen zu werden, ist ja alles gut. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ich glaube, der Grüne folgt mir, oder? Ah, ne, die können gar nicht. Das ist ein scheiß Raum, ey. Alter, ich will halt nicht getroffen werden. Wer will das auch? Jetzt bald mal einen weg. Ah, oh, come on. Okay, einer ist weg. Das macht jetzt die Sache schon mal deutlich leichter. Das Eis ist praktisch gebrochen. So. Und von dem lasse ich mich jetzt noch treffen, weißt du? So, das wäre typisch für mich. Okay. Okay, guter Raum. Ich habe ein bisschen Angst bei den Pilzen. Die können ja auch Gift machen, ne? Ich weiß, ich könnte jetzt versuchen, die Kugel da... Aber ich weiß nicht, ob mich dann das Gift... Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß halt nicht, soll ich es testen? Ich teste es lieber nicht. Wenn ich zu nah dran bin, erwischt mich das Gift und das ist dann wieder Müll. Muss ich nicht haben. Glaube ich nur. Ich glaube, bis zu 5 Spinnen kommen raus aus dem Rig. Und der Typ, den ich dabei habe, spawnt halt eine Fliege, ne? Also da kommt nicht mehr. Okay. Gott, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gefährliche Gegner. Ich kann kaum aus. Okay, blauer Stein. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Das ist ein Fall für meine Kugel. Und das ist halt auch wieder das Gute, ne? Also, wir haben viele Items, bei denen ich einfach Dinge öffnen kann, testen kann, ohne dass ich Bomben opfere und eventuell ist es dann Fortschritt oder halt nicht. Es kann im Prinzip nichts Schlimmes passieren, wenn ich jetzt diesen blauen Stein hier versuche zu öffnen. Ja, es passiert halt einfach im schlechtesten Fall nichts, so wie hier. Und mein Shotspeed ist ganz gut, also mein Damage ist auch, wir sind halt auf einem guten Weg. Es ist nicht mein Damage, sondern Tierrate, wollte ich sagen. Wir sind bei, ich glaube, das ist die Tierrate, die 3,5 oder ist das der Shotspeed? Ich glaube, die 6,5 ist die Tierrate, oder? Oder ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, auf diese Dinge am Rand zu gucken. Da sieht man ja auch die ganzen Werte. Okay. Okay, rote Kiste. Werden wir auf jeden Fall reingucken.
Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mir eine Trollbombe rauskommt. Ich muss jetzt natürlich erstmal schaffen, den Stein so zu platzieren. Nein, 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 nein. So zu platzieren, dass der mir den Weg da aufmacht. Yes. Weg. Okay, okay. Mehr Spinnen. Ist in Ordnung. So, hier hoch. Oh nee, das ist ein blöder Raum. Na. Ah. Doofer Hit. Sehr unnötiger Hit. Muss ich leider zugeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu viel los, viel zu viel los, viel zu viel los. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell erledigen alles. Oh je, oh je, oh je. Uah. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Es wird halt kritisch, je schneller die Herzen runtergehen. Shop. Aber der Shop ist im Moment nicht so die Option. Ich meine, wir haben Dings, Steam Sale. Wir kriegen alles günstiger. Ne? Das ist mir bewusst. Aber im Moment, solange ich nicht noch viel mehr Schlüssel habe, werde ich jetzt nicht den Shop betreten. Weil es nützt mir halt im Moment einfach nicht so viel. Mit vier Münzen kann ich selbst im Steam Sale nicht viel ausrichten. Deswegen. Erstmal nicht. Aber wäre eine Option, wenn wir nachher ganz dringend irgendwie, was weiß ich, mehr Möglichkeiten haben. Okay, den kriege ich einfach weg. Und die anderen Viecher bleiben. Okay, fünf Schlüssel. Keine schlechte Sache. Ansonsten ist hier nichts. Itemraum, where you at? Okay, der Raum sollte auch in Ordnung gehen, wenn ich nicht kompletten Müll mache. Ach, ihr wisst, ich bitte kein Bad Trip, bitte nichts Blödes. Ich sollte nicht, aber es könnte halt potenziell auch was Gutes. Es ist halt ein Glücksspiel. I'm excited. Okay, bin ich etwas schneller unterwegs. Immer noch kein. Wir haben beide noch nicht gefunden. Wir haben noch zwei Itemräume vor uns. Zwei Itemräume. Und wir werden halt hier quer durch die Fluch, ne, werden wir halt querbeet hier überall durchgeschickt und können nicht mal wissen, wo genau wir sind. Das ist das Problem. Das macht es halt auch so unfassbar schwierig, einen Geheimraum zu finden, weil du einfach nicht weißt, wie dieser Müll hier auf. Nee, brauche ich jetzt nicht die Pille. Wie dieser Müll hier aufgebaut ist. Eben weil du nie weißt, wo genau. Oh Gott, oh Gott! Weil du nie weißt, wo genau du bist. Vorsicht, die explodiert auch gleich. Ah, die explodiert nicht, okay. Oh, der Itemraum ist beim Boss. Dieser hier, okay. Bitte kein Bad Trip. Hä, jetzt ist der Shop hier? Hä, war das ein Itemraum vorhin? Oh Gott, habe ich mich verguckt? Oder wechseln die Türen auch? Hä? Okay, das war mir jetzt neu, dass die Räume auch so durchspringen können. Ich dachte, man wechselt zwischen den Räumen und die Räume bleiben fest, aber die Räume wechseln ja auch. Also, es war der richtige Ausgang sozusagen, aber der andere Raum. Hä? Komme ich jemals wieder zu meinem Itemraum? Theoretisch müsste hier sein, ja, okay. Oh mein Gott. So, was haben wir hier Hübsches? Nice. Mehr Schutz um mich rum. Mehr Schutz um mich rum ist gut. Wir müssen aber immer noch den anderen Itemraum finden. Gefunden. Okay, wenn ich jetzt gut bin, kriege ich die Kiste. Wenn ich schlecht bin, versaue ich's. Ich meine, bei der Bedingung, wenn ich schlecht bin, hätte ich mir schon denken können, was passiert. Aber gut. Poison Touch und Speed Up. Okay. Ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Aber kann man mal machen. Ach, hier ist der Raum. So, jetzt müssen wir irgendwie zum Boss kommen. Lol. Das ist der Raum, wo ich vorhin hier unten den Boss-Tür hatte. Aber jetzt ist er so. Jetzt ist er hier in der Situation gelandet. Alter, ich will.
Jetzt bin ich wieder in dem Raum. Wobei, ach so, also die... Es variiert praktisch nicht, wo man rumläuft. Der Aufbau ändert sich nicht, aber die Räume ändern sich, in denen man landet. Oder ich... Ich habe das Gefühl, ich kenne das Spiel noch nicht. Okay, können wir noch was tun vorher, ist jetzt die Frage. Ich kann mich im Shop kaum heilen, also das wird nicht funktionieren. Ich sehe nichts, was ich noch tun könnte. Wir gehen rein. Lass uns wahrscheinlich fürchterlich verprügeln. Ah, drückt mir die Daumen, dass ich es irgendwie... Oh Gott. Zum Glück ein recht großer Raum. Alter, nee, der hat mich von da getroffen. Ich hatte so viele Möglichkeiten, Schutz zu haben, ne? Böse Reichweite, der Kollege. Bleib, wo du bist. Pilze sind meine Freunde. Na, der eine Hit war echt unnötig. Moms Heals. Es ist jetzt nicht so geil, weil es ein Range-Up ist, deswegen freue ich mich nicht. Ich freue mich, weil es ein Moms-Item ist. Es ist mein zweites Moms-Item. Ich bin einen Schritt davon entfernt, Mom, die Mom-Verwandlung zu machen. Ich habe aber auch nur noch 1,5 Herzen. Das ist kritisch. Sehr, sehr kritisch. Okay, Doppelpin. Das darf ich jetzt nicht versauen. Also Doppelpin darf ich um Gottes Willen nicht versauen. Ich meine, die schießen viel, weil es die schweren Varianten sind, keine Frage. Aber ich schieße auch viel. So ist es nicht. Wo sind meine Spinnen? Ach, da laufen sie rum. Okay, der erste ist weg, der zweite ist weg. Kein Deal, schade. HP ab. Okay, wir gehen weiter. Ich glaube, wir sind das erste Mal in Devs. Beziehungsweise, wo auch immer wir landen. Ich mache hier nichts mehr. Ich mache hier nichts mehr. Ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich wüsste nicht, was ich noch tun kann. Ich wüsste nicht, was ich noch tun kann, was hier sinnvoll jetzt ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich wüsste nichts. Okay. Es ist Dank Devs. Okay. Dank Devs XL. Wie ist jetzt meine Range, um mal zu testen? Ja, also wenn wir so einen Raum wie vorne haben, wo hier ganz eine große Lücke ist, dann... Es kann kritisch werden. Es gibt Räume, die können mich jetzt komplett beenden. Der hier sollte nicht dazugehören. Ich habe wieder den Pin nicht realisiert, aber jetzt realisiere ich ihn. Was ist... Was bin... Was... Wo bin ich? Was ist passiert? Was hat sich gerade für einen Effekt ausgelöst hier? Also ernsthaft, was ist passiert? Ich habe nur noch 1,5 Herzen. Hatte ich nicht gerade... Hat es einfach ein ganzes... Hatte ich nicht gerade noch 3,5 oder hatte ich nur 2,5? Und es war halt der normale Hit. Böse verwirrt, okay. Yikes. Oh je. Scheiße. Ich muss mich so stellen, dass ich sofort ausweichen kann. Egal, wo die auftauchen. Ich muss auf die Löcher aufpassen. Aber jetzt bin ich halt schon wieder an dem Punkt, dass ein Hit von einem Champion mich beendet. Das ist ein großes Problem. Ein Champion reicht aus und ich bin tot. Wir müssen den Unsichtbaren unbedingt als erstes erledigen. Sehr gut. Und schön weit weg bleiben. Schön weit weg von allem bleiben. Schön weit weg von allem bleiben.
Weil das Gefährliche ist, das richtig Gefährliche an Dankdevs ist jetzt, ich könnte durch den Curse of durch den Fluch könnte ich direkt zu Mom geportet werden. Na, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Okay, hier gibt's Schlüssel für einen Schlüssel. Ja gut, eine Bombe gibt's für einen Schlüssel. Ich schaue jetzt mal, dass ich die Totenköpfe kaputt mache. Weil die ja auch Karten und so Zeug droppen können. Ich meine, ich weiß, sie können auch blaue, schwarze Herzen droppen. Dass das hier jetzt nicht passiert, ist mir schon bewusst. Haltet mich bitte nicht für vollkommen bescheuert. Und wenn es ein Gegner droppt, dann gehe ich halt raus kurz. Und hoffe, dass ich nicht gleich zu Mom geportet werde. Weil wenn ich jetzt bei Mom lande, ja dann gute Nacht. Ich hoffe halt auf so Karten. Genau, was ich nicht wollte. Kriege ich den noch irgendwie? So. Den kriege ich auch noch. Ah, ja. Ja, zum Beispiel. Kriege ich Bomben verdoppelt. Eigentlich können wir rein. Ich werde jetzt nicht so dumm sein und ins Feuer laufen, ne? So dumm werde ich hoffentlich nicht sein. Die Münze ist mir fast ein bisschen zu riskant. Es tut mir leid, I'm sorry. Den Schlüssel kriege ich eh wieder. Ich bin so ängstlich, ey. Ist furchtbar. Okay. So. Ja, aber leider ist jetzt noch keine gute Voraussetzung, um weiterzulaufen. Schnell erledigen alles. Oh, die Scheiße spawnen. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Von nichts treffen lassen. Ich bin halt in einer blöden Situation. Ich habe halt nur noch ein Herz. Das ist dumm. Das ist nicht gut. Oh Gott. Die springen jetzt durch die Gegend und machen Scheiße und alles ist furchtbar. Wie soll man das verhindern? Er ist direkt vor mir gelandet. Ich bin der Meinung, dieser One hat Potenzial. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin der Meinung, dieser One hat Potenzial. Keine Ahnung. Weil jetzt traue ich den ganzen Sachen hinterher, die ich hatte. Traue der Kugel hinterher. Okay, eigentlich traue ich nur der Kugel hinterher. Natürlich gut den HP. Okay. Ja, aber da ich ja Engelräume haben möchte, ist das jetzt nicht so geil. Wahrscheinlich schreiben jetzt alle, nein, das Goat's Head resettet. Wie kann er nur? Und ich habe irgendwas nicht bedacht. Aber dann ist es so. Oh, yes. Gib mir blaue Herzen alle 6 Räume. Und wenn ich jetzt noch Items bekomme, die mich schneller aufladen, awesome. Das bedeutet schon wieder Shop kaufen. Denn da könnte dieses Ding sein, was mich auflädt, wenn ich getroffen werde. Und ich... Ah, natürlich vermisse ich auch mein Trinket, was dafür sorgt, dass ich Gegner treffe leichter. Das vermisse ich auch. Das vermisse ich noch viel mehr als die Kugel. Nee, ich vermisse die... Wobei... Da ja die blauen Steine nicht so nützlich sind, vermisse ich die Kugel gar nicht so sehr. Und ich habe leider die Kugel nicht sinnvoll einsetzen können, um mich vor Schaden zu bewahren. Wurde leider viel zu oft trotz allem, was ich um mich rum hatte, getroffen. Das ist sehr ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich, dass ich so oft... Okay. Dass ich so oft getroffen wurde, ist brutal ärgerlich. Aber jetzt müssen wir was finden. Wir müssen Dinge finden, die mich schneller aufladen. Das müssen wir jetzt finden. Das Book of Revelations... kann jetzt so viel helfen. Zum einen hilft es, dass die Engelwahrscheinlichkeit weiterhin bestehen bleibt, weil ich keinen Rotherzschaden erleide. Zum anderen bekomme ich halt alle 6 Räume. Mindestens. Stuff.
Und Batterien finden ist jetzt auch gut. Batterien finden ist jetzt insane gut. Jede Batterie ist ein blaues Herz. Solange ich dieses Buch behalten kann. Solange ich hier jetzt durchkomme. Das ist jetzt schon wieder ein Raum, der gefällt mir überhaupt nicht. Weil da so viel Kacke los ist. Und ich erst erleichtert bin, wenn die Ersten sich verabschiedet haben. Komm, okay, der Erste ist raus. Der Zweite ist raus. Gut, jetzt sollte es passen. Also jetzt habe ich noch zwei vor mir. Wenn ich mich von denen treffen lasse, dumm. Habe ich noch einen vor mir? Sehr schön. Uiuiui. Okay. Oh nee, mehr Champions. Also vor allem mehr viele Champions. Aber sehr langsame Champions, muss man auch wieder dazu sagen. Das ist sehr gut. Können mir dann nicht wirklich was. Die machen auch nichts, außer dass der eine Blutspur hat. Der da oben schießt ein bisschen. Das war es aber auch schon wieder. Der schießt auch nicht weit. Also dem seine Range ist verglichen mit meiner sein Nachteil. Bombe, sehr gut. Ist hier irgendwo ein blauer Stein. Ich würde ihn wahrscheinlich eh nicht jetzt nicht zwingend sofort sprengen. Wobei ich genug Bomben habe. Okay, wir haben schon einen Boss vor uns. Es ist schon gut, dass wir den Boss gefunden haben. Aber wir brauchen noch den zweiten Itemraum. Den werde ich auf jeden Fall erst noch lokalisieren wollen. Jetzt aber erstmal gleich das zweite blaue Herz. Dass ich das... jeden Raum... Alter, schnell die roten Feuer weg. Ganz schnell. Die können auf mich schießen. Die anderen nicht. Aber da wäre ich jetzt wieder fast reingerannt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Raum sich ändern kann. Yes! 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 Gute Voraussetzung. Gute Voraussetzung. Ich würde meinen Satz wiederholen. Wir spielen gerade einen One, der mehr Potenzial hat als die anderen Ones bisher. Also bis auf den gerade. Der gerade, finde ich, hatte auch Potenzial gehabt. Aber der hier jetzt, der hat auch Potenzial. Ich kann von Bomben nicht mehr getroffen werden. Ich kann von Bomben nicht mehr getroffen werden. Ich kann von Mom nicht mehr getroffen werden, wenn sie ihren Fuß auf mich kickt. Ich kann von Satan nicht mehr getroffen werden. Oh Junge, Explosionsschaden ist jetzt gleich null. Sehr, sehr gut. Was hatten wir hier jetzt eigentlich? Nichts Spannendes. Sehr, sehr gut. Explosionsschaden ist gleich null. Wo war der Boss? Da wollte ich nicht rein. Da wollte ich nicht rein. Wollte zum Boss. Da war er nicht. Dumm. Das war dumm. Wenn ich jetzt getroffen werde, raste ich aus. Wenn ich in dem Raum jetzt getroffen werde, wo ich nicht rein wollte, kriege ich so einen kleinen Hänger. Alter, kannst du mich mal in Ruhe lassen? So. Schießt der auch? Der schießt auch, aber der kann nichts. Glück sind das keine Typen, die schießen. Die gäbe es ja auch, ne? Es gäbe ja welche, die mit ihrem Kopf sich drehen und schießen und ich kann sie nicht zerstören. Sondern sie gehen ja erst weg, wenn man die Gegner besiegt im Raum. Okay. Ja, ich brauche nicht gar nicht ausweichen, weil mir kann der Bombenschaden nichts mehr. Trotzdem weiche ich einfach aus Reflex. So, okay. Satan-Deal ist uns zu 100% im Moment sicher. Das heißt, in der nächsten Ebene haben wir ziemlich sicher den Angel-Deal, wenn ich hier gut durchkomme. Ich meine, ich habe noch nicht... Alles, was wir jetzt bisher an Upgrades haben, ist wirklich Regeneration, Schutz. Wir haben noch überhaupt nichts. Wir haben noch überhaupt nichts, was meine Tiers verbessert. Ne? Die Kämpfe dauern jetzt ewig. Muss man einfach sagen, die Kämpfe dauern jetzt leider ewig. Von ihm kriege ich jetzt gleich den Cube of Meat. Das ist nicht verkehrt. Der schützt mich ja auch. Wenn wir einen Meat Boy basteln können, wäre das natürlich auch eine insane Geschichte.
So. Und ich muss mal ganz kurz was lesen. Ich will sicher gehen, was der Hosthead noch kann. Ich glaube aber, der kann alles, was ich gesagt habe. Oh, ich krieg sogar den Bandage Ball, okay. Auch Bandage Girl baue ich gerne, so ist es nicht. Der Hosthead kann Folgendes. Ich glaube aber, was ich gesagt habe, war ausreichend. Ne? Explosionsschaden, Schutz vor Mom und Schutz vor Satan. Also die dritte, die auf mich runterschießen. Ich glaube, vor Bullets schützt er mich in gar keiner Weise. Aber ich gucke mal ganz kurz sicherheitshalber nach, ob der noch irgendwas kann, was ich jetzt gerade nicht bedacht habe. Just to be safe, you know? Just to be safe. Wieso gebe ich nicht einfach seinen Namen ein? Ich bin schon wieder so eine Pflaume. Ich suche hier wieder das ganze Zeit. Dabei weiß ich ja, wie er heißt. Okay, ich weiß nicht, wie er heißt. Heißt der Hothead? Ach, Hosthead. Ups. Er heißt da auch nicht. Ich schreibe jetzt mal Host. Ja, da ist er. Hosthead, doch. Hä, wieso habe ich falsch? Ach, ich habe Head wie Kopf geschrieben. Nicht wie Hut. Oh, er hat sogar eine 20% Chance, um Enemy Shots zu blockieren. Okay. Oh! Ich sehe gerade Update Repentance. Er beschützt nicht länger dagegen, gestampft zu werden. Explosionen bleiben. Aber er beschützt nicht mehr vor Schockwellen oder gestampft zu werden. Also ich sollte ihm damit nicht Mom zu nahe kommen. Okay, gut zu wissen. Gut, dass ich es gelesen habe. Wenn wir jetzt bei Mom gewesen wären und ich so, ja, die kann mich nicht treffen und sie tritt auf mich drauf und ich verliere einfach zwei Herzen, wäre nicht so geil geworden. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir den Typen wieder. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und wenn er blockiert, sieht man es daran, dass er blockiert hat, dass er... Ja, genau wie gerade. Oh mein Gott, ich wäre gerade getroffen worden. Lull. Das waren gerade die 20%. Wenn er blockiert, sieht man es daran, dass er drei Schüsse zurückfeuert. Alter, ich wäre gerade einfach getroffen worden. Da seht ihr wieder, wie schlecht ich am Ausweichen bin. Wie schlecht ich immer am Ausweichen bin. Es ist furchtbar. Ich bin so kacke. Was Ausweichen angeht. Ich bin so... Oh mein Gott, schon wieder. So kacke, was Ausweichen angeht. Warum bin ich so kacke, was Ausweichen angeht? Nö. Es sind doch nur drei Schüsse. Ne? Es sind doch nur drei Schüsse. Ich muss doch einfach nur... Alter. Ich muss doch einfach nur drei Schüssen ausweichen. So, er schießt einen in der Mitte, einen nach oben, einen... Oh mein Gott. Einen nach unten. Alle meine blauen Herzen haben sich gerade verabschiedet. Wenn ich jetzt noch getroffen werde, ist mein Satan-Deal-Chance 100% weg. Das wäre super dumm. Dachte zunächst, aber wir haben Regeneration. Das versöhnt mich ein bisschen. Ja, das verändert leider meinen schönen Angel-Raum im nächsten Abschnitt. Kann es nicht ändern. Okay, wir haben zwei Schlüssel, wir haben zwei Itemräume. Garantiert. Ah, Flooded Caves. Okay. Alter, es ist so dumm. Es ist so dumm einfach, ne? Dass ich jetzt den letzten Hit kassiert habe. Es ist so dumm. Ich könnte mich aufregen wie sonst was. Ihr seid gefährlich, weil ihr könnt genau, ihr haut ab und dann kommt ihr irgendwo raus. Ich mach erstmal den Haufen weg. Wenn ich jetzt nämlich den hier treffe, dann könnte der... Ja, nice. Wenn ich mich da vorsichtig rantaste, dann haut er gar nicht nochmal ab. Ja, perfekt. Ah, er haut nochmal ab, okay. Aber interessiert mich nicht. So.
Oh Gott, das ist voll der Explosionsraum. Ach so. Da war ja was. Kann ja riskieren. Ah, schade. Ich wollte sagen, ich kann ja riskieren. Nein, 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 nicht getroffen zu werden, aber halt explodieren kann ich ja riskieren. Ach, ich wollte es halt machen, wenn Gegner in der Nähe sind. Zumindest muss ich vor deren Explosionen jetzt keine Angst haben. Aber ich bin schon wieder viel zu oft getroffen worden. Na, das ist schon wieder... Das ist schon wieder kompletter Müll. Oh nee, die Dinger kommen raus. Mach dich weg. Noch so einer. Weg mit dir. Du verabschiedest dich jetzt auch mal besser aus dieser Welt. War nett mit dir. Eigentlich nicht. Gott gelogen. Aber die zwei Treffer gerade in dem Raum waren schon wieder so dumm. Muss das denn sein? Okay. Drei Schlüssel sind cool, aber... Naja, ne? Nützt mir halt nichts. Die zwei Treffer sind schlimmer als alles andere. Itemraum 1. Blind Tears. Was können die jetzt? Keine Ahnung. Was bist du für ein Ding? Du sahst aus wie ein Item, was ich schon kenne. Aber was bist du? Und wo gehörst du dazu? Ah, ein Afterbirth Plus Item. Glaukoma. Adds a chance to shoot a conclusive tear which will cause enemies to walk around dazed. Ach so, okay. Also, das sorgt dafür, dass manche Tränen Gegner verwirren. Ist permanent für normale Gegner und hat eine längere Wirksamkeit bei Bossen. Sorgt dafür, dass alle Räume etwas dunkler werden. Aber diesen Dunkelheitseffekt bemerkt man nicht. Ja, okay, cool. Ja, merke ich tatsächlich nicht. Vielleicht erst, wenn die Gegner getroffen werden. Vielleicht dann, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Wir werden sehen, ob wir was davon bemerken oder nicht. Bisher ist ja auch kein Gegner verwirrt. Also sehr, sehr große Chance ist es schon mal. Bisher kaum Gegner verwirrt. Ist in Ordnung. Da kann man Champions auch nicht verwirren, ich weiß es gar nicht. Ah, das wäre schon wieder ein Treffer geworden, glaube ich. Wobei der Host Head nicht zurückgeschossen hat. Oder ich war vor dem Stein und der ist mir, glaube ich, ist ja egal, was labert. Ah, da jetzt ist er verwirrt. Jetzt wird nicht dunkler. Zumindest nicht merk. Wirklich, also man merkt es wirklich nicht. So stand es aber auch in der Erklärung drin. So. Regeneration. Sehr, sehr gut. Wichtig. Sehr wichtig. Gut, dass wir die haben. Es ist die einzige Möglichkeit, gerade Herzen zurückzubekommen. Es gibt keine andere. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, Herzen. Ich muss mal kurz Regeneration lesen. Ich muss das jedes Mal machen. Ob das nur funktioniert, wenn ich in einem Raum bin oder grundsätzlich. Alle 60 Sekunden... Ah, okay. Alle 60 Sekunden heilt er ein halbes rotes Herz. Solange das Spiel nicht pausiert ist, wird man einfach immer wieder geheilt. Das heißt, wenn ich theoretisch wirklich am Ende sein sollte, stelle ich mich in den Raum, mache die Aufnahme aus, warte, bis ich hochgeheilt bin. Funktioniert das oder killt mich das Spiel irgendwann? Wenn ich einfach stehen bleibe. Ich weiß es nicht. Weil ganz ehrlich, alle 60 Sekunden ein halbes Herz, Wahrscheinlichkeit ist ein halb. Das klingt nicht so geil für die Aufnahme. Aber dann bitte ich halt den Quatsch. I don't know. Ich riskiere doch nicht. Oh mein Gott. Hasse dieses Ding, wenn es von irgendwo rausspringt. Eck mich doch.
riskiere hier doch nichts. Ich könnte jetzt schon wieder stehen bleiben und warten, aber das ist natürlich jetzt dumm. Ja, danke. Natürlich ist es dumm. So, ein Itemraum suchen wir noch. Da ist er. Oh nee, ich hasse die Dinger, die erst aufgehen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Weil sonst sind die unverwundbar, das ist das Problem. Wenn die auch noch gleichzeitig viel aushalten, ist das echt stressig. Und dann trifft man nicht mal, wenn sie offen sind. Mann! Oh, tschüss. Das ist der Vier-Effekt. Aber wieso werde ich jetzt nicht... Ach. Ja, weil wir schon im nächsten Run sind. Ich wollte gerade sagen, das ist mein drittes Marm-Item. Ja, in dem Part ist es das dritte Marm-Item. Leider nicht in dem Run. Problem gefunden. So, das war gerade der Marm-Effekt. Ja, der sorgt dafür, dass die so ein bisschen... nicht nur geschockt werden, sondern auch noch paralysiert. Also wir arbeiten gerade mit Regeneration und Träneneffekten. So, das ist alles. Mit mehr arbeiten wir gerade nicht. Das ist zwar nicht schlecht, aber es ist noch lange kein Garant, hier durchzukommen. Haben wir den Boss eigentlich schon gefunden, den Raum? Nee, ne? Den Shopraum hatten wir, glaube ich, mal gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es, wenn die Räume so eng sind und ich vier Gegner habe. Wie soll ich denn da vernünftig ausweichen? Also ernsthaft. Dann sind es auch noch die so schnell hin und her rennen. So, ich habe kaum Bewegungsfreiheit. Geht überhaupt nicht fit. Gott. Das geht überhaupt nicht fit. Wir finden auch keine Batterien bisher. Das ist alles... Oh nein, ich hasse die Dinger. Die machen so schnell Schaden. Weil ich kann dem nicht vernünftig ausweichen, weil es überall irgendwie einfach auftauchen kann und keine Ahnung... Geh kaputt. Yes. Yes. Oh, es ist so eine Kacke. Okay, einer ist weg. Es sind nur noch die Kreiser da, die so sich drehen, ne? Ja, okay. Oh, und ein Unsichtbarer. Und ein Unsichtbarer. Gefährliche Geschichte. Wo ist er? Wo ist er, der Unsichtbare? Wo ist er? Ist er kaputt? Vielleicht ist er schon kaputt. Ich hoffe, er ist schon kaputt. Nee, er ist noch nicht kaputt. Da unten ist er. Da ist er. Da ist er. Jux! Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Dass die anhalten von den Tränen, dass sie angehalten werden von den Tränen, ist so gut. Ja, ich kämpfe eh schon lang genug, dass Regeneration sich auslöst. Cool. Okay. Ich bin wieder hin und her gerissen. Aber es könnte halt Balls. Es könnte so gutes Zeug sein, es könnte auch so schlechtes Zeug sein. Come on. Es kann auch neutrales Zeug sein. Jo! Ach so. Mann, wieso bin ich denn immer so. Tut mir ja nichts, das Fass. Das Fass tut mir ja nichts. Ist ja alles gut. Ich frage mich gerade, ob man den Run so versauen kann, dass man diesen Stein irgendwie falsch sprengt, sodass er nicht nach da geht und man nicht mehr hier durchkommt. Geht das? Schafft man das grundsätzlich? Ach, wieso gehe ich denn hier rein? Doch eh viel zu... Ah, okay. Batterie. 5 Münzen, ein blaues Herz. 5 Münzen, ein blaues Herz. Bossfight. Ich glaube, das... Ja, ich krieg das blaue Herz nicht. Ich krieg die Münzen nicht mehr zusammen. Schade. Und vor allem, ich krieg jetzt zwei Striche noch dazu. Ich krieg kein weiteres blaues Herz mehr vor dem Bossfight. Da müssen wir jetzt durch. Okay. Das Gute ist... Er kann mir explosionstechnisch nichts, aber ich glaube, der schießt gar keine Explosionen, ne? Ich glaube, das ist der, der keine Explosionen macht.
Machst du Explosionen manchmal oder schießt du nur und machst Gegner? Weil der andere Pestilenz macht, glaube ich, auch Explosionen. Juhu! Du blödes Drecksvieh! Es ist halt voll gut, dass man die so, ne? Dass man die so paralysieren kann. Das ist schon ein guter Effekt, keine Frage. Will ich gar nichts gegen sagen. Wenn es noch ein bisschen stärker wäre, wäre es noch sinnvoller. Aber so ist es schon nicht verkehrt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Wir gehen auf Nummer sicher, ein bisschen weiter weg. Okay, den haben wir. Ja, damit schießt jetzt auch noch Bandage Girl. Also, Bandage Girl schießt noch nicht, aber das Bällchen schießt jetzt. Zusätzliche Schüsse, nicht verkehrt. Nächster Boss. Der Wunsch wäre halt, es zu schaffen, ohne rotes Herz jetzt zu verlieren. Dass wir den Satan-Deal mal los aktivieren. Aber ich fürchte halt... Ah, schon wieder das hier. Jo! Und Bandage Girl hat halt noch den Effekt mit den Herzchen, na, dass die Gegner friendly werden. Aber nicht lange, nur kurz. Und ich glaube, bei Bossen macht es auch kaum was. Ist eher bei Gegnern spannend. Also bei kleinen Gegnern. Normal Enemies, wie man so schön sagt. Einfach schön ausweichen, dann ist das eigentlich ein geschenkter Kampf. Vor allem, wenn der erste gleich weg ist. Und der erste ist gleich weg. Die Leiste ist bei der Hälfte. Irgendeiner von den beiden wird sich gleich verabschieden. Außer ich treffe die immer wieder wirklich exakt gleich. Dann... Ja, aber die Chance nähert sich, dass einer von beiden gleich raus ist. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch auf einen achten. Das sollte doch jetzt kein Problem mehr sein. Ah, er ist gefreezed gewesen. Okay, tschüss. Kein Satan-Deal. Schade. Ärgerliche Geschichten. Short Speed Up ist auch in Ordnung, aber ist alles noch nicht das Wahre. Alles noch nicht das Wahre. Trotzdem, wir haben genug Schlüssel für die nächsten Itemräume. Packen wir es an. Energie ist in Ordnung, aber noch nicht, auch noch nicht das Gold, Gelbe vom Ei. So, Necropolis XL diesmal, nicht die Dank Deaths. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon Angst, dass ich einfach in den Bossfight reinrenne. Wobei, wenn, dann kann man direkt in den Mormfight rennen oder rennt man theoretisch erstmal in den ersten Kampf rein? Wie ist denn das? Kann ich direkt in den Mormfight reinrennen? Ich hoffe nicht. Wenn ja erstmal der erste kommt, wäre es ja okay. Das wäre ja nicht das Schlimmste. Das wäre ja nicht das Schlimmste. Oh. Eine Karte. Also eine gute Karte, scheinbar. Was haben wir denn da hübsches? Tour of Clubs, okay. Bomben verdoppeln. Und wir sind regenerationstechnisch wieder voll. Da können wir jetzt wieder getroffen werden. Nein, können wir nicht. Habe ich nicht. Habe ich ganz leise, habe ich das gesagt. Riskiere ich die Pille? Ich habe so... Leute, es ist so dumm. Ich weiß, ihr schimpft mit mir, wenn ich Pillen nehme. Ich weiß es. Ich weiß, dass es eine riskante Geschichte ist. Es ist jedes Mal. Es ist immer der gleiche Müll. Und trotzdem mache ich es. Wie gesagt, es ist immer der gleiche Müll. Tears down. Wenn wir jetzt nochmal einen Job hätten mit einer Batterie, könnte ich mir noch ein blaues Herz mehr holen. Macht die Brimstone? Die macht Brimstone, die blöde Nuss. Oh, wir haben den Raum. Nee. Jo, okay. Ah, wir springen. Okay, den muss ich sofort erledigen. Dass der hier mir keinen Ärger macht. Sieht aber gut aus. Alter, wie viel hält der aus? Alter, stellt euch zwei von denen vor. Du wirst einfach hin und her gezogen die ganze Zeit, weil die beide diesen scheiß Schwerkrafteffekt haben. Das wäre übel. Nee, du hast immer keinen Schwerkrafteffekt. Das ist okay, damit kann ich leben. Die Art, wie du schießt, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, das war's für dich. Leider ist mein Tears jetzt down. Tears down ist nicht so geil gewesen, gebe ich natürlich zu. Trotzdem setze ich weiter Pillen ein. Archer werden ist auch nicht so geil. Itemraum.
Immerhin kann ich mich jetzt nicht mehr übersehen. Ach, es ist so doof. Nein. Nein. Der Large-Effekt war gerade insane, ne? Also es waren jetzt zwei schlechte Pillen, die nächste Pille ist wieder eine gute. Jetzt gibt's erstmal ein gutes Item. Komm schon. Komm schon, gutes Item. Damage down plus Tears up. Oh, okay. Bin nicht sicher, ob ich das Item haben will, aber jetzt habe ich es halt. Nein, gut, bei Fragezeichen-Items ist klar, ne? Da kann ich sowieso nicht. Es ist halt, man kriegt halt, man nimmt halt, was man kriegt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme kein Item mehr im Itemraum. Aber das ist jetzt nicht das beste Item gewesen, leider. Es wäre jetzt kein Item, was ich normal nehmen würde, glaube ich. Es ist jetzt, glaube ich, ein starkes Tears-Up gewesen, wenn ich es richtig sehe, aber Damage Down ist halt insane. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Oh Gott. Ah, das ist der Raum. Der nützt mir nichts. Wait a moment. Könnte ich dann mit Regeneration mir nicht hier den komplett den... Oh, dann könnte ich ja stundenlang jetzt in dem Stachelraum bleiben und immer wieder opfern und warten, bis ich regeneriert bin. Ja, nee. Muss auch nicht sein. Okay, schnell durch. Und Raum ist clear. Oh Gott. Oh Gott, so viele, die ich am Rücken nur treffen kann. Igitt. Also am Hinterkopf halt. Aber es ist halt einfach nur so gesehen. Halt die Rückseite. Zum Glück kann ich die... Stun... Alter! Oh nee. Das ist ja ein furchtbarer Raum. Diese Geschichte. Okay, einer ist weg. Also der Stun-Effekt ist jetzt Gold wert, mal wieder. Problem ist halt, dass zu viele gleichzeitig da sind und ich kaum treffe. Komm, weg mit dir. Hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Aber mein Damage ist jetzt kompletter Müll. Danke, Milch. Ich lese gleich mal, ob die Milch irgendeinen guten Effekt hat. Also, außer, dass die so komisch durch die Gegend schießt und den Tears-Up-Effekt hatte. Es wäre jetzt, glaube ich, kein Item, was ich grundsätzlich nehmen würde in Zukunft mehr. Mach dich weg jetzt bitte. Alter, hör auf, Kacke hinter dir zu setzen. Widerlich. So, tschüss. So, ich lese mal kurz die Milch. Ich glaube, das ist sogar ein Repentance-Item. Ja, ist ein Repentance-Item. Almond Milk. Erhöht enorm die Tierrate, haben wir festgestellt. Senkt enorm den Schaden, haben wir festgestellt. Achso, die Tränen bekommen einen zufälligen Wurmeffekt. Cool. Na, deswegen gehen die manchmal so durch die Gegend und mal hoch und mal rüber und mal irgendwo hin. Das Gefühl, hier waren wir schon. Aber habe ich da jetzt überhaupt schon alle Räume geguckt? Nein. Da ist der Bossraum. Der Bossraum war einfach da, wo wir gestartet sind. Hoch. Null. Ist auch eher selten, dass der da ist, aber ist in Ordnung. Soll er da sein? Darf er gerne tun. Wir müssen trotzdem noch... Scheiße, der ist explodiert. Wir müssen trotzdem noch, komm ich da ran? Nee, komm ich nicht ran. Den zweiten Itemraum finden. Und den Shop. Shop für Chance auf Batterie. Leider haben wir sonst nichts in den Shops bekommen. Es ist ja, stimmt ja, es ist ja auch immer nur ein Shop
für zwei Ebenen so gesehen, weil wir ja die XL-Ebenen besuchen. Aber gerade der Shop hätte halt coole Batterie-Items auch geben können. Es ist ärgerlich, dass wir da jetzt nichts haben. Weil das Book of Revelations ist schon eine gute Sache. Okay, ich muss ihn da drüben erledigen. Viecher hier kann ich nicht erledigen. Ich kann nur ihn erledigen, aber ich habe ihn jetzt schon. Nein! Lass dich halt nicht treffen, du Pflaume. Alter, selbst eine Fliege dauert ewig. Mein Damage ist richtig kaum. Nee! Ohne Regeneration war ich eh schon tot. Also Regeneration, merkt man jetzt erst recht, ne, ist wirklich das Wichtigste. Mit Abstand eines der wichtigsten Items für diese Challenge. Ne, das reicht natürlich nicht aus. Weil wenn man so wie jetzt hier diese blöde scheiß Milch hat, dann ist halt der Kacke. Ah, ey, es ist zum Kotzen, dass wir den Damage Down hatten. Das ist schlimmer als jede von den Pillen, die wir eingesammelt haben. Milch war echt nicht gut. Aber wie gesagt, du steckst halt nicht drin. Es ist halt ein verdammtes Glücksspiel, was du kriegst. So, geh kaputt. Okay, wir haben noch kein Trinket. Nehmen wir mit. Okay, nach der Ebene bekomme ich jetzt... Was tut er? Ach, heilt er seine Kollegen? Oh ja, der heilt seine Kollegen. Kannst du dich mal verziehen? Okay. Hab ich noch nie erlebt, dass die sich gegenseitig supporten. Ja, ist ja hier voll die Strategie bei den Gegnern auf einmal. So, mach dich weg. Geht's noch hoch. Schon wieder so ein Supporter. Mich veralbern. Mach dich weg. Mach einen Abflug. Scheiße. Alter, der Damage ist so kacke. Wie soll ich denn so gegen Mom kämpfen? Gott, diese Milch. Was war das denn jetzt? Okay. Alter, diese Milch, ne? Die hat alles kaputt gemacht. Naja, alles noch nicht. Oh, den kann ich nicht kaputt machen, scheinbar. Machen wir erst den anderen kaputt. Kann ich dich jetzt angreifen? Oder bist du so ein Viech, was aufgehen muss? Jetzt treffe ich ihn. Hä, komisch. Hat er gerade geschossen? Oder habe ich das nur so gesehen? Okay. Machst du jetzt einen Abflug, bitte? Seht ihr, wie lange die dauern? Ey, mein Damage ist komplett kacke geworden. Alter, ich würde niemals diese Milch freiwillig einsammeln in einem normalen Run. Wenn ich die jemals nochmal sehe, ich sammle die nicht ein. Wenn ich sie halt sehe, na, das ist der Punkt. Ich habe sie halt nicht gesehen. Ich konnte nicht wissen, was ich einsammle. Der ja selber mitbekommen. Junge. Nächster Itemraum. Also letzter Itemraum vor allem vor Mom. Letzter Itemraum vor Mom. Und schaut euch an, was wir machen. Schaut euch an, wie wir kämpfen. Das geht doch nicht gut. Das geht doch nicht gut. Gib mir irgendwas Vernünftiges.
für nix. Tja. Was jetzt? Räume besuchen? Räume besuchen, sodass es schief gehen kann? Oder Boss? Ich krieg kein blaues Herz mehr zusammen. Wo geht's überhaupt zum Boss? Ja, scheiße, da nicht. Oh nee. Please no. Please don't hit me. Oh Gott. Der muss weg. Der macht blöde, böse Schüsse, die mich treffen können. Mach bitte keine zielsuchende Scheiße. Verzieh dich. Verzieh dich. Bleib weg von mir. Alter, geh kaputt. Oh, es ist so zum Kotzen, wie lange die brauchen, bis die kaputt gehen. Oh Gott. So, jetzt muss der irgendwie... Jetzt muss der irgendwie herkommen. Da kann ich über die Dinger drüber gehen. Ja, vor allem der Effekt ist jetzt ja dauerhaft, dass der so verwirrt ist, ne? Kann der irgendwie herkommen? Sonst warten wir, bis der Raum sich von selbst cleart. Ich werde hier jetzt nicht was sprengen. Sehe ich nicht ein. Cleart der Raum sich in Ultra hart von selbst? Weiß es nicht. Aber ich komme nicht. Ich komm. Oh, okay, so eine Träne würde ihn treffen. Probieren wir es weiter. Ja, komm, ist ja schon. Ich weiß, ich hätte vorher die Tour of Clubs, aber vielleicht kriege ich ja noch mehr Bomben. Alter, jetzt... Sauer. Die Milch ist das Schlechteste, was ich eingesammelt habe in dem Run. Die Milch ist das Schlechteste. Gott, wieso gibt es Items, die sowas machen können? Wer will denn die Milch jemals einsetzen? In welcher Welt würde man die Milch als gutes Item empfinden? Die schnellen Schüsse nützen mir nichts. Das Tiersub ist super, aber die schnellen Schüsse nützen mir nichts, wenn der Damage so runtergeht. Alter, komm doch einfach raus. Ich kann da hinten nicht mal die Steine kaputt machen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit jetzt. Jetzt drauf, 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 drauf. Komplett dämlich. So, wo ist denn jetzt der scheiß Boss? Hier nicht. Oh, nee. Noch ein Beispiel, wie krass dämlich der Schaden ist. Oh, 60 Sekunden gingen gerade echt schnell rum, du. Ich glaube, es geht doch ab schneller als 60 Sekunden. Schade. Wie schnell der normalerweise gehen würde, dieser Boss. Und wie lange der jetzt braucht. Alter, ich werde bei Mom werde ich eine Viertelstunde sitzen. Wenn ich es überhaupt besiegen kann. Gott sei Dank. So, jetzt blaues Herz. Abflug. Ja, wobei Abflug ist gut. Wohin überhaupt? Wohin Abflug? Hier ging's hoch. Hier war der Boss. Oh, yes. Gefunden. Alter. Ja, keine Ahnung. Es ist ja noch nicht mal Mom. Es ist ja noch nicht... Es stimmt. Jetzt kommt ja erst Dark One. Double Trouble Dark One. Nice.
Ganz toll. Ich werde so gut ausweichen können in dem ganzen Scheißdreck, den die auf mich draufschmeißen. Können wir erstmal den erledigen, bitte. Jetzt fliegt er durch die Gegend. Jetzt ist er wieder hier, dann ist er hier. Oh Gott. Juck. Juck, 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 juck. Der macht immer mehr Kugeln und ich werd nicht eine Kugel los. Alter, mein Damage ist... Ja, nice. Renn in mich rein. Ist in Ordnung. Mist, ey. Es war echt ne... Oh, dieser Damage ist so scheiße. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren konnte, dieser Damage Down. Mit allen anderen kann man irgendwo leben. Aber der Damage Down ist richtig kacke. Und den konnte ich nicht mal verhindern. Den konnte ich nicht verhindern, weil natürlich sammelt man die Items ein. Was zur Hölle? Natürlich sammelt man die Items ein. Also der war vorgeschrieben. Der war im Plot, sozusagen. Die Pillen, die waren optional. Die Pillen waren optional. Da hätte ich drauf verzichten können. Aber der Damage Down, der war halt im Plot. Der ist Kanon. Und nicht Filler. Das ist nicht gut. Ich meine, ich komme ja scheinbar durch den Kampf durch. Mehr schlecht als recht, aber ich komme durch. Ja. Kaum heile ich mich, bekomme ich wieder Schaden. Ist okay. Ja, ist okay. Ah, ist der Typ weg, der andere? Ja, der andere ist weg, okay. Nee, ist er noch nicht. Lul, wo war der denn die ganze Zeit? Hat den irgendwo festgesetzt, wahrscheinlich. Ach. Zum Kotzen. Wie soll denn das gegen Mom laufen, ganz ehrlich? Soll das gegen Mom laufen? Ich meine, ich werde kaum das Glück haben und die rote Mom bekommen, die einfach nur den Fuß hat. Sondern es wird die Mom sein, die Türen hat und alles Mögliche. Es ist ja eh immer die schlimmste Version. Die schlimmste Version von Bossen, die schlimmste Version von Gegnern. Ja, okay, das Bandage ist nice, aber... Was soll ich mit dem Zeug, was ich jetzt habe? Was? Oh Gott, ich komme da nicht durch. Was soll ich noch tun? Ich habe keine Optionen mehr. Abflug. Ich kann hier nichts mehr machen. Wir probieren Mom. Wir schauen, wie es läuft. Denn hier. Ja, es ist die blaue Mom. Das Gute ist, ich kann den Fuß festsetzen. Das Schlechte ist, wenn die Gegner kommen, werde ich so hart von allen Seiten bombardiert. Nein! Jetzt wurde ich auch noch getroffen. Kann mir jemand erzählen, wo mein Portett hin ist? Ah, wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht in dem One mit dem Portett, sorry. Ich hab da was verwechselt. Das ist aber okay. Doch, wir sind in dem One mit dem... Hä? Zeigt es ihn gerade nur nicht an, weil ich jetzt Blümchen habe auf dem Kopf? Ja, okay, den zeigt es wahrscheinlich nur nicht an. Nein, ich wollte nicht reinrennen. Ich wollte nicht reinrennen. Scheiße. Aber ich meine, nach ihr bekomme ich dann ja zumindest das Polaroid und bekomme dann immer bei einem halben Herzen, ne, so ein kleines Schild, glaube ich, oder so, oder irgendwie sowas war das. Aber ich muss erstmal. Oh, ich habe sie noch nicht mal zur Hälfte down. Alter, der Damage ist so kacke.
Jetzt bin ich reingelaufen. Jetzt zur Sau, echt. Jetzt sowas von zur Sau. Schön stunnen, immer schön stunnen. Jo, nein. Okay, der Damage Down war das Schlimmste, was passieren konnte. Ich bleib dabei. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Und ich konnte es nicht verhindern. Das ist das Ding. Ein Fuß und ich bin down. Ja, ein normaler Hit und ich bin down. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Es sind noch so viele Hits, die ich hier machen muss. Ja. Ach, fuck. Ein weiterer 1,5 Stunden Part. Ohne Erfolg, mit neuen Erkenntnissen. Aber das war, also das war potenziell, Regeneration ist so unfassbar wichtig. Regeneration ist so unfassbar wichtig. Hothead war super, aber diese Scheißmilch, es bleibt ein Glücksspiel. Das ist mir noch viel zu viel Glücksspiel. Es ist, natürlich ist es auch Skill. Keine Frage, es ist auch Skill. Logisch. Logisch. Aber niemand hätte verhindern können, dass er diese Milch sammelt. Wer sagt denn in einem Ultra-Hard-Ding, ich hole mir das Item im Itemraum nicht mehr? Wer sagt das denn? Ah, nee. Nee. Nee, war scheiße. Danke fürs Zuschauen. Das ist jetzt wirklich der vierte Part diesmal, ne? Ja, ich glaube ja. Und ich sag's euch, ich muss dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Ich bin jetzt... Und wenn wir 12 Parts ultra hart machen, dann bitte verzeiht es mir, aber ich bleib jetzt dran. Danke fürs Zuschauen. Zumindest sage ich es im Moment. Vielleicht sage ich im nächsten Part was anderes. Na? Aber das ist einfach... Jede Challenge, die ich nicht schaffe, ist so, ich will die jetzt haben. Ich will die jetzt haben. Und die Belohnung ist ja wahrscheinlich nicht mal so super insane. Ich will es halt einfach haben. Das ist das Nächste. Ne? So. Die Belohnungen in den Challenges sind halt so leichte Verbesserungen im Hauptspiel. Aber jetzt auch nichts super krasses. Und ich denke auch Ultra Hard wird es nicht den überkrasse Belohnung haben. Also, ja, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und tschüss.